Ja, herzlich willkommen zum Facebook Live aus Oberösterreich mit 10 Minuten Verspätung. Entschuldigung dafür, wir haben ein bisschen mit der Technik gekämpft, lustigerweise. Sowohl bei mir als auch bei der Uli, unserem heutigen Gast, hat die Kamera nicht wirklich funktioniert. Und ja, Facebook Live ohne Bild ist ja nur das halbe wert. Mein heutiger Gast, Uli Lanzersdorfer, Fellow 2022 in Oberösterreich, seit gut einen Monat an der Schule und genau darum wird es im Wesentlichen heute auch gehen. Uli, herzlich willkommen im Live. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, da heute ja gut 20 Minuten, halbe Stunde mit mir zu plaudern. Ja, Gleich sehr meine gerne. Einstiegsfrage, worum es im Großen und Ganzen gehen wird. Wie geht's dir denn, Uli? Ja, gut eigentlich. Also ich habe das Gefühl, es war die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Ja. Sehr Ja, gut. neu. Du bist jetzt seit einem Monat und einer Woche ungefähr an der Schule, in einer Mittelschule in Wels. Mach mal eine kleine Gedankenreise zurück an deinen ersten Schultag. So vom Aufstehen weg vom Weckerklingeln zum Hinfahren zur Schule, da hast du doch einen längeren Weg oder ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf gehen können über das erste Mal in der Klasse, die ersten Stunden. Und dann bis zum Rausgehen, wie waren denn da so deine Gefühle oder was hast du da für unterschiedlichste Gefühlslagen gefühlt? Ja, also bei mir war es so, ich war eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Also auch so die letzte Woche von der Sommerakademie und so, wo man halt dann schon so hingefiebert hat. Und ich habe mich eigentlich, bei mir waren so die positiven Erwartungen eigentlich vorrangig. Also ich habe mir gar nicht so viel Sorgen gemacht, weil man dachte, irgendwie wird das schon alles gut gehen. Und ich habe den Vorteil gehabt, ich habe das Kollegium ja auch schon gekannt jetzt, also ich war schon ein paar Mal dort und habe da schon gewusst, von daher ist das Gefühl ein gutes und es war eigentlich, ja natürlich ist man aufgeregt und denkt sich, ja, die Kinder haben auch alle noch nicht gesehen, aber es war eigentlich vom Reingehen in die Schule bis zum Rausgehen dann eigentlich ein sehr schöner Tag und so habe ich mir es erhofft und erwartet und es hat gut gepasst, ja. Und so Mal der erste Moment in der Klasse, das erste Mal vor den Kids zu stehen, wie war das? ja, es war die erste Woche ein bisschen chaotisch. Ich glaube, das ist in allen Schulen so. Die erste Schulwoche ist sowieso ein bisschen anders irgendwie. Also es ist ja noch nicht so der Stundenplan und man muss noch nicht unbedingt so, eben man hat auch die Fächer noch nicht so. Und ich habe dann einfach das auch genutzt, um die Schüler und Schülerinnen ein bisschen kennenzulernen. Und jetzt war das, ja, man natürlich vorher mal durchatmen und dann einstarten und aber ja, es war irgendwie noch nicht so, dass ich die Sorge gehabt habe, ja, ich muss da meine Stundenplanung und sehen, ob das eh alles dann so passt, sondern es war da irgendwie nur so ein langsames Aufwärmen, was irgendwie, ja, gegenseitiges Beschnuppern und Kennenlernen und das hat gut gepasst. Und dann hat man sich schon ein bisschen gekannt und dann ist so die Woche drauf, wo es dann richtig mit dem Unterricht losgeht, ist man dann einfach schon ein bisschen entspannter, ja. Man hört immer wieder von Lehrkräften, die so die ersten Tage in der Schule verbringen, dass es oft so ein schmaler Grat ist zwischen der Autoritätsperson, die man sein soll, und der Freund, die Freundin, die man gern wäre. Wie war das bei dir so? Oder wie haben die Schüler und Schülerinnen wahrgenommen? Ja, also das ist was, wo ich von mir weiß, dass ich auf das ein bisschen achten muss. Also weil ich halt doch ein recht herzlicher, offener Mensch bin und dass man halt da trotzdem irgendwie die Balance wahrt. Und dessen bin ich mir durchaus auch bewusst und muss halt dann auch mir selbst immer wieder sagen, wenn halt irgendwelche Situationen in der Klasse sind, wo Classroom Management angesagt ist und so, dass ich halt das dann auch wirklich konsequent durchziehe und die Dinge, die mir wichtig sind, dann auch einfordere. Aber das ist was, ja, wo ich auch, also Thema ist bei mir auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wird, ja, ich habe es häufig im Griff, denke ich. Dabei schaut es ganz gut aus. Wir raufen uns alle zusammen und ich glaube, so, die Grenzen sind schon abgesteckt, ja. Sehr gut. Schwierige Frage, wie schaut es beim Kollegium aus? Wie bist du dort aufgenommen worden? Sehr gut. Also da kann ich nur jedem empfehlen, also so wie es bei mir ist, wenn jemand einmal wieder auf der Suche nach einem Job ist, an der Schule ist man gut aufgehoben, auf jeden Fall. Also es ist, man wird ganz oft gefragt, ob es passt und wie es mir geht und ob ich was brauche. Und nein, es ist wirklich
Da kann ich absolut gar nichts sagen. Da bin ich sehr, sehr froh drüber, ja. Sehr gut. Das ist immer gut, wenn man in einem neuen Umfeld dann ja auch so sicher fühlt und weiß, dass man ja, nichts hat. Absolut. Dass einen unterstützt und aufbringt. Ja. Wenn du jetzt so an das letzte Monat nochmal zurückdenkst, im Gesamten, gibt es einen Moment, der für dich besonders prägend war oder besonders schön? Besonders schön. Ganz viel eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so einen besonders speziellen habe. Eigentlich glaube ich gar nicht. Also man erinnert sich irgendwie so an die Dinge, wo ein bisschen herausfordernder waren, vielleicht eher, muss ich sagen. Aber ich finde eigentlich alle Tage bislang an der Schule waren ziemlich schön. Also wirklich, also wenn es nur das Unterrichten und die Schule wäre, war ich voll drin. Also das ist für mich so richtig, es passt perfekt und ich bin über diesen Schritt und die Entscheidung sehr, sehr froh. Es ist dann so ein bisschen das Drumherum, nur ein bisschen am Anfang das Organisatorische, was irgendwie ein bisschen mehr Sorgen bereitet. Aber in der Schule war eigentlich jeder Tag sehr schön. Also es ist so einen ganz speziellen Moment jetzt eigentlich noch nicht. Dann bohre ich da ein bisschen konkreter nach. Gibt es irgendwas, was dich extrem überrascht hat, wo du zum Beispiel gar nicht damit gerechnet hast, dass es so ist oder dass es so kommen könnte? Also ich habe mir eigentlich gedacht, so ein bisschen, dass meine Kids ein bisschen schwieriger sind. Also ich war eigentlich sehr positiv überrascht, muss ich sagen, wie gut das funktioniert so. Auch, obwohl ich halt neu bin und man sich dann ein bisschen austesten und ausprobieren muss und schauen muss, wie weit es geht und so, finde ich eigentlich, dass alle wirklich, wirklich brav sind jetzt zu den Umständen entsprechend. Also ich habe mir da viel mehr erwartet, muss ich sagen. Gibt es irgendeine Situation oder Aktion einer Schülerin oder eines Schülers, die besonders überrascht hat, was du gedacht hast, so wow, mega, das taugt mir. Manche sind dabei, muss ich sagen, die ganz, ganz extrem herzlich sind. Das finde ich wirklich lieb, wo ich halt dann aber auch wieder ein bisschen aufpassen muss, dass ich halt nicht zu sehr da in die, das gefällt mir wirklich gut und das eigentlich, wo ich sehr, also dass manche sehr, sehr lernfreudig sind trotzdem, also manche, die dann kommen und sagen, ja, darf ich halt Stundenwiederholung machen in der Früh und so, wie man denkt, eigentlich hat mich jetzt in der Schule überhaupt nicht jetzt so interessiert. Ich bin dann immer so leise gewesen und habe mir gedacht, hoffentlich komme ich nicht dran. Und da sind wirklich ein paar dabei, die halt da ganz motiviert schon oder noch jetzt am Anfang des Schuljahres sind. Das finde ich eigentlich cool. Das klingt wirklich spannend. Ja, da könnte man eine Challenge unter unseren Fellows ausrufen. Wer schafft es, die Schüler und Schülerinnen so zu motivieren, dass sie sich freiwillig zur Stundenwiederholung werden? Ja. Jetzt zu meiner Zeit in der Schule wahrscheinlich auch nicht geben. Ja. Du hast jetzt schon so anklingen lassen, was so ein bisschen ein Hemmschuh war, oder dir ein bisschen schwerer gefallen ist, war so das organisatorische Rundherum. Was war so jetzt die größte Grenzerfahrung in diesem Monat, würdest du sagen, wo du gedacht hast, okay, das nervt oder das mag ich, dass es in Zukunft anders wird? Ja, es ist, man hat halt am Anfang und man ist neu in dem Beruf und hat halt man nimmt sich viel vor und will halt dann die Vorbereitungen auch alle gut machen, investiert wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, als dann in ein paar Jahren nötig sein wird. Und ja, da ist man, wenn man Familie hat, eh schon ziemlich gut ausgelastet. Und dann sind halt nur so Sachen, wo man dann 50 Mal halt das gleiche Dokument irgendwo anders wieder hinschicken muss und dass man da das Gehalt kriegt, dass man da richtig eingestuft, also das Bürokratische drumherum einfach, das ist dann schon nochmal ein ganz schöner Brocken gerade am Anfang. Ich meine, das wird jetzt wieder weniger, aber das ist ganz zu Beginn halt dann doch einmal ein bisschen höher auf einmal. Ja. Und die Induktionsrate hat uns ja auch alle ein bisschen überrascht, aber das wird hoffentlich für die im nächsten Jahr dann anders ausschauen. Ja, also da wird definitiv noch dran gefeilt und gearbeitet, da hat es euch wirklich ein bisschen bei erwischt. Ja. Da hat uns erwischt, ja. Ist halt einfach was Urösterreichisches. Ja, richtig. Vermutlich in jedem Job so ein bisschen die Problemchen und die Hürden, wo man drüber springen muss. Genau, aber das ist jetzt am Anfang und das wird sich ja dann wieder legen. Also der Aufwand, den man am Anfang hat, den hat man ja nicht das ganze Jahr hindurch.
Wir haben jetzt vor ja, fast 2 Wochen unser, oder vor genau 2 Wochen eigentlich, unser Bewerbungsportal für den nächsten Fellow-Lehrgang geöffnet. Die ersten Bewerbungen trudeln rein. Uli, was würdest denn du unseren Bewerberinnen so als Message mitgeben, wenn du dich erinnerst, wie du dich beworben hast? So, was ist so das Essentielle, was man wissen muss, um ja, eine gute Bewerbung zu machen oder dann letzten Endes ins Programm zu kommen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man authentisch ist und was nicht einfach sagt, warum man es machen will und dass man aber dabei halt einfach man selber bleibt und dass man sich gar nicht zu viel Sorgen und Gedanken machen soll darüber, wie das jetzt dann klingen könnte, sondern das muss eh von selber kommen und ich glaube, ihr kennt das auch alle dann ganz gut. Und was ich bis jetzt so gesehen habe, habt ihr da ein gutes Auswahlverfahren. Und wenn man so ist, wie man ist und man das gern machen möchte, dann glaube ich, ist man einfach gut beraten, authentisch zu bleiben. Ja. Genau, ich glaube, man selbst sein ist grundsätzlich genau. Ein guter Tipp für möglichst viele oder alle Lebenslagen. Ja. Wie war es denn bei dir? Wie bist denn du damals auf Teach for Austria aufmerksam geworden? Du hast ja die FH in Wels gemacht und ja, bist mit deinem MINT-Background eine ganz stark nachgefragte Person im Bildungswesen. Das ist mehr freuen uns, dass wir die im Programm haben. Aber wie ist denn das bei dir so vonstatten gegangen, dass du gedacht hast, okay, ich verlasse jetzt da meine ursprünglich eingeschlagene Schiene, meinen Weg und gehe ins Fellow-Programm von Teach for Austria? Ja, es geistert schon lange in meinem Kopf herum, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im ersten Jahr, wo Teach for Austria in Oberösterreich vertreten war, hat sich eine Freundin von mir beworben. Und seitdem eigentlich, 2018 glaube ich war das, oder 19, sowas. Und seitdem habe ich das schon so im Hinterkopf und habe mir immer gedacht, das ist schon eine coole Sache eigentlich. Und irgendwie hat es dann aber nie so ganz passt. Man hat dann ein Haus gebaut, ich habe nicht mehr ein Kind gekriegt. Irgendwie war immer irgendwas, wo man sich denkt, ja nein, aber jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Und ja, ich glaube, meine Mama hat dann gesagt, so war wieder so eine Werbung in der Zeitung eben, so es ist wieder, so also Bewerbungsfrist startet oder endet bald, weiß ich glaube. Und dann hat meine Mama zu mir gesagt, so Uli, wenn du das jetzt nicht machst, dann machst du das gar nicht mehr. Und dann haben wir so drüber geschlafen und haben mir gedacht, ja, eigentlich muss ich jetzt was. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Was auch nochmal ein Tipp ist, was man mitgeben kann, einfach mal machen. War nicht zu lange überlegen, eigentlich. Ja. Genau, ist ja einer unserer Claims. Machen statt reden. Ja. Genau, so hat es die Uli gemacht. Ich habe es ja deswegen angeschnitten. Wir sind ja morgen auch auf der FH in Wels mit einem Workshop vertreten. Das heißt, der TFE wird dort ganz, ganz stark im Kommen. Und wir hoffen natürlich, dass wir noch mehr Leute von deiner FH begeistern können, dass sie zu uns ins Fellow-Programm dann einen Abstecher machen in ihrer Karriere. Es waren schon ganz, ganz spannende Einblicke in dein erstes Monat, Uli. Schauen wir nochmal kurz in die Zukunft. Die Erwartungen so bis Weihnachten, dann bis zum Ende der Schule, also gibt es dann irgendwelche speziellen persönlichen Ziele, die du dir da gesetzt hast, die du da gerne nur erreichen würdest? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben gerade gestartet. Gell? Jetzt einmal geht es vorrangig darum, dass wir uns halt ein bisschen ja, so zusammenfinden, auch in der Klasse, dass halt einfach ja, man nicht mehr so das Ausprobieren hat und das Austesten, sondern dass das wirklich halt eine schöne Einheit wird und dass dann ja die Schüler und Schülerinnen mich dann auch einfach ein bisschen schon besser kennen und halt so ein bisschen das Vertrauen aufgebaut wird und man dann halt einfach auch ein bisschen in die Tiefe gehen kann und vielleicht doch bei dem einen oder anderen nur ein wenig was herauskitzeln kann, was man, ja, was halt das Ziel wäre, nicht? Ja, dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass dir das gelingt. Ich habe so traditionell am Abschluss meiner Facebook-Lives immer so einen kleinen Wordwert, um einfach ja, die Person, die zu Gast ist, ein bisschen besser kennenzulernen oder vielleicht auch ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Bist du bereit für 6 abschließende Fragen noch? Ja. Keine Sorge, es wird nicht zu persönlich und zu privat. Aber wir haben jetzt schon gesagt, du kommst eigentlich aus der MINT-Richtung, hast ein technisches Studium absolviert, bist jetzt in den Beruf der Lehrerin geschwenkt. Was wolltest du als Kind eigentlich werden?
Architektin. Architektin, okay. Ein Traum, der nur sich theoretisch erfüllt, oder? Na, um Gottes Willen. Aber wir haben jetzt beim Hausbau und Hausplanen, da sind wir wieder ein bisschen so reingekommen. Und ich tue gern, also Architektur interessiert mich immer noch recht und ich schaue mir auch gern coole Häuser an, aber selber planen nicht mehr. Ne? Also jetzt bin ich da einmal ziemlich zufrieden, da wo ich jetzt bin. Ja. Ja, als Lehrerin muss man sehr, sehr viel reden, was sie oft auf die Stimme schlägt. Gerade jetzt in der kühleren Jahreszeit, man hat es vielleicht auch bei mir ein bisschen angeschlagen, das heißt viel trinken. Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee. Koffein hat dann auch noch die nette Nebenwirkung, dass es wach hält. Yes. Nach einem langen Arbeitstag machst du was? Meine Kinder bespaßen und dann hoffentlich gut ins Bett bringen und dann mal, ja, Couch knutzen. Also der Arbeitstag endet de facto nicht, wenn du die Schule verlässt, sondern da gibt es dann zu Richtig. Hause einen Darum ist Hauptarbeit. die Fahrt nach Wels ganz angenehm, weil da habe ich dann beim Heimfahren einmal ein bisschen Me-Time, dann geht es daheim wieder los und dann am Abend noch einmal zum. Dann nochmal zum Runterholen. Was muss eine Lehrerin so unbedingt in der Schultasche haben? Was darf da auf gar keinen Fall fehlen? Ja, ich hätte mal gesagt, wo wir schon bei der Stimme waren, ich habe jetzt so Hustenzuckerl immer dabei eigentlich, weil ich gemerkt habe, man redet wirklich unfassbar viel. Also das unterschätzt man tatsächlich. Und jetzt habe ich immer so meine Ricola-Zuckerl mit. Das ist ein guter Tipp. Das ist sicher ein guter Tipp, ja, den sehr viele anderen abschauen können. Mit welcher Farbe korrigierst du lieber, grün oder rot? Oder weder noch? Weder noch eigentlich. Also ich habe so einen violetten Stift eigentlich. Ja. Aber grün ist bei uns die Farbe von den Kindern. Also wenn die Selbstkontrolle machen, dann machen die das mit grün. Also ist grün, scheidet schon mal aus. Aber es gibt jetzt keine spezielle Farbe. Ich suche mir halt so aus, so was man will. An dem Tag. Eine letzte Frage nur, Uli. Du kennst jetzt die Sekundarstufe 1 aus zwei Perspektiven, nämlich der der Lehrkraft und der der Schülerin, dein jüngeres Ich damals. Bist du lieber Lehrerin oder Schülerin? Lehrerin, Lehrerin. Lehrerin, ja. Das lässt sich schnell beantworten. Sehr gut. Dann wären wir durch meine Fragen durch. Gibt es nur irgendwas, Uli, was du gern werden möchtest? Na, eigentlich nicht. Also, außer du wirst nur was hier anderen können. Du, wenn da nur was unter den Nägeln brennt, gern. Im Großen und Ganzen kann ich nur mal sagen, dass es mir wirklich gut gefällt. Ja. Dass ich sehr froh bin, diesen Schritt gemacht zu haben und dass ich es nur weiterempfehlen kann. Also wenn jemand so drüber nachdenkt, dann gut. Ja, genau, hört auf die Uli, meldet euch an, registriert euch für das Förderprogramm 2023 von Teach for Austria. Und ja, mit der Message, glaube ich, können wir super aussteigen aus dem heutigen Live. Uli, danke für deine Zeit, danke fürs Dabeisein und Gerne. auch an unsere Zuseherinnen und Zuseher. Wir verabschieden uns für den Oktober und sehen uns dann im November wieder mit einem Facebook Live aus Oberösterreich.